und euch auch. Genau, wie ihr schon gerade richtig erfahren habt, bin ich die Jessica. Ich bin selbstständige Webentwicklerin, habe über 12 Jahre Erfahrung, würde mich als Fullstack bezeichnen, Fullstack-Developer, bin aber eher im Frontend unterwegs und mache vor allen Dingen im WordPress-Umfeld Themes. Heute nehme ich euch mal mit auf eine kleine Übersicht zu Gutenberg und warum man keine Angst davor haben soll. Wir fangen an mit einem Blick zurück, wie sich so die Editoransicht verändert hat in den letzten 15, ja fast 16 Jahren jetzt. Was so die Evolution bisher war, was jetzt mit Gutenberg neu ist und wie ihr euch am besten auf ein Upgrade vorbereitet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und zum Schluss dann noch einen kleinen Ausblick über die Zukunft mit Gutenberg. Was erwartet uns eigentlich in näherer oder fernerer Zukunft? Gucken wir uns aber erstmal ein bisschen an, wie WordPress eigentlich bisher aussah in der Editoransicht. Das ist WordPress 1.0. Wer kennt das noch? Hand hoch. 1, 2, 3, 4. Genau, das war so die erste Version von WordPress, die erste Backend-Version. Wie man sieht, nicht mehr als ein einfaches Textfeld, oben ein paar Buttons. Das ist WordPress 2.0. Wer kennt das? Wer hat damit angefangen? Nochmal 3 Hände. Ab 2.0 oder dann in späteren Versionen, Version 2.5 kamen die Shortcodes zum Beispiel dazu, also das mit den eckigen Klammern. Video-Embeds mit Version 2.9, also man konnte einfach Embeds einfügen und dann wurden die auch schon dargestellt, ohne HTML-Krimskrams. Dann geht's weiter mit Version 3, wer kennt das noch? Ja, es gehen schon ein paar mehr Hände hoch. Mit Version 3 hat man erstmals die Möglichkeit gehabt, Editor-Styles einzufügen. Das heißt, wenn man ein Theme programmiert hat, konnte man auch im Editor selber, also hier eben in dem Textfeld, Styles hinzufügen, dass es ungefähr so aussah wie im Frontend. Genau. Und halt auch weiter kleinere Verbesserungen wie interne Verlinkungen, dass man einfach nur dann die Seite auswählen kann. Kennt ihr ja vielleicht alle, wenn ihr einen Link setzen wollt und anfangt zu tippen. Das kam mit Version 3.1, glaube ich. Genau. Und die hier solltet ihr, glaube ich, alle kennen, diese Backend-Ansicht. Die gibt's tatsächlich schon seit Version 3.8. Und auch hier verbesserte Bildbearbeitung, Galerien, Vorschau, Drag-and-Drop für Dateien im Editor sind alles Sachen, die dann neu hinzugekommen sind. Und mit 4.0 waren es die Embedded Previews, also ihr nehmt einen YouTube-Link, packt den da rein und zack, ist das YouTube-Video drin, ohne dass ihr noch irgendwas extra tun müsst. Ist euch etwas aufgefallen? Ich hau noch mal alle nebeneinander im Vergleich. Der Editor hat sich halt kaum optisch weiterentwickelt, aber es wurden immer mehr interne Verbesserungen vorgenommen. Na, also die sehen immer gleich, also es war im Prinzip immer eine Textbox und immer waren ein paar Buttons mit dabei und irgendwas konnte man damit machen. Aber das war es dann auch schon. Und eine komplexe Gestaltung der Inhalte war einfach nicht möglich. Also dass man sagt, ich möchte jetzt den Block dahin verschieben. Markieren, kopieren, ausschneiden, wieder einfügen. Aber so wirklich verschieben konnte man die Dinge nicht wirklich. Und schon Bilder ausrichten oder nebeneinander oder so, war ohne Hilfsmittel, sage ich mal, nicht wirklich drin. Und dann kam der Aufstieg der Page-Builder. Ich habe mal ein paar zusammengetragen. Ich denke mal, die meisten werden von euch werden diese kennen. Moment. Also Visual Composer, Elementor, WP Bakery, Page Builder, genau, Beaver Builder und Site Origin. Und die haben sich das dem angenommen, das Einfügen der Inhalte für Leute besser zugänglich zu machen, die nicht programmieren können.
vereinfacht gesagt. Also dass man einfach, man klickt hier, ich möchte das Element, ich möchte da den Text reinschreiben, ich möchte das dahin verschieben, ich möchte Spalten machen, ich möchte Zeilen machen und so weiter. Page-Builder haben aber auch Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, man kann die Inhalte flexibel gestalten. Also man hat echt viele Möglichkeiten, auch was zum Beispiel Abstände angeht oder sowas. Genau, Abstände oder Hintergrundfarben, was weiß ich, gibt ja genug Sachen dabei. Und ganz wichtig, man braucht keine Programmierkenntnisse, weil das ist für viele einfach immer noch die Hürde. Und das hat die Hürde einfach viel niedriger gesetzt, wenn man einfach sich Dinge zusammenklicken kann, ohne dass man wirklich die Technik dahinter verstehen muss. Genau, die Nachteile sind dann aber auch nicht ganz unwichtig. Ein Themenwechsel kann zum Beispiel problematisch sein. Es ist so, dass viele Themes, die ihr zum Beispiel auf anderen Plattformen kaufen könnt, wie ThemeForest oder so, die haben ganz oft einen Page-Builder mit dabei. Das heißt, da ist dann Visual Composer war ja der Standard lange Zeit. Der ist dann einfach mit dabei und das Theme ist auf diesen Page-Builder ausgerichtet. Jetzt wollt ihr ein Theme wechseln, habt ein anderes gefunden und da ist dann plötzlich Beaver-Builder der Standard. Dann habt ihr ein Problem meistens, weil die untereinander nicht wirklich kompatibel sind. Das nennt sich dann eben der Login-Effekt. Das heißt, dass ihr quasi eingesperrt seid mit euren Inhalten in den Vorgaben dieses einen Page-Builders und nicht einfach wechseln könnt. Und was auch nicht ganz unwichtig ist, dass diese Page-Builder sehr oft Performance-Einbußen mit sich bringen. Das heißt, dass dass so viel reingeladen wird an externen JavaScript oder CSS-Dateien, dass es einfach die Seite langsam macht, damit zu arbeiten mit den Page-Buildern. Aber die Konkurrenz schläft halt auch nicht. Und es gibt halt nicht nur WordPress. Und in den letzten Jahren sind ja auch immer mehr andere Anbieter dazugekommen. Wix, Jimdo, Medium, Squarespace. Und diese haben halt auch Editoren mitgebracht, beziehungsweise ihre eigenen Sachen entwickelt, mit denen man auch ganz einfach Inhalt herstellen kann, die ein bisschen mehr waren als nur die Textbox von WordPress. Und die hatten teilweise schon von sich aus so eine Art Baukastensystem, wo man auch einfach nur die Inhalte so sich zusammenstellen konnte, ganz einfach, ohne viel Programmierkenntnisse. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was wäre, wenn WordPress selbst so eine Art Baukastensystem mitbringen würde? Und dann kam Gutenberg. Ich sehe Gutenberg nicht als Page-Builder persönlich, sondern eher als eine Art Baukastensystem Lite, weil es einfach noch relativ rudimentär ist im Vergleich zu den Page-Buildern, die wir so kennen. Genau. Fangen wir mal an mit der Zeitleiste von Gutenberg. Ich habe eine kleine Übersicht mitgebracht, weil ich in den vergangenen Monaten immer gehört habe, ja, Gutenberg, das war plötzlich da und ich weiß nicht, was das ist und woher das kommt. Und das kam so aus dem Nichts. Was nicht ganz richtig ist, weil über Gutenberg reden wir in der WordPress-Community ja schon ein bisschen länger. Nur nach außen hin wurde es nicht so gut kommuniziert, sage ich mal. Also angefangen hat das im Juni 2017 auf dem WordCamp Europe in Paris. Da wurde die erste Plugin-Version vorgestellt, war im Repository zu finden. Und das war so, dass ein Grundstein dessen, was man damals eben sich angucken konnte, in einem geschlossenen Kreis wurde dieser Grundstein für dieses Plugin gelegt. Und ab dem Zeitpunkt konnten dann alle mitarbeiten und sich einbringen und das Ding weiterentwickeln. Die Zeit vergeht und leider war es so, dass angekündigte Veröffentlichungstermine nicht eingehalten worden sind. Also es hieß ja mal, ja, April 2018, es kam, es passierte nichts. August 2018, es kam, es passierte nichts.
Und viele sind hergegangen, haben sich das angeschaut und haben gesagt, was ist denn das für ein Müll? Das können wir doch nicht verwenden, damit kann man doch gar nicht arbeiten. Also es gab viele, die einfach sehr viel Kritik an dem Projekt geäußert haben im Vorfeld. Und man muss aber auch dazu sagen, dass das Projektmanagement nicht wirklich optimal gelaufen ist, meiner Ansicht nach. Und dann schließlich im Dezember 2018 war es soweit. Im November war es schon so, dass man schon sehr konkret meinte, man müsste es, oder es wäre bereit zur Veröffentlichung, aber vielleicht habt ihr es ja auch mitbekommen, es war so ein Hin und Her und am 6. Dezember war es dann schließlich soweit und WordPress 5.0 wurde veröffentlicht und Gutenberg wurde somit der neue Standard-Editor. So sieht das jetzt aus. Ein bisschen anders als vorher. Und dann stellt sich natürlich ganz oft die Frage, wie finde ich mich da zurecht? Weil alles, was ich bisher gekannt habe, ist plötzlich weg, in Anführungszeichen. Sieht halt komplett anders aus. Und ich habe mich dran gemacht und habe so ein bisschen selber das Problem gehabt, dass ich mich damit nicht zurechtgefunden habe. Also habe ich mir den Aufwand gemacht und die Gutenberg-Fibel erstellt, wo ich einfach den Editor genommen habe, mir alles durchgeklickt und aufgeschrieben habe mit Screenshots und auch jeden Blog beleuchtet habe und das mal zusammengefasst habe in einer Art Missing Manual. Genau. Vielleicht noch ein kleines Glossar zwischendurch. Einfach um die Begrifflichkeiten, weil man die teilweise auch heute noch ein bisschen durcheinander bringt. Gutenberg ist im Prinzip der Codename, unter dem das Projekt bisher entwickelt wurde als eigenständiges Plugin. Und die Weiterentwicklung wird weiterhin unter diesem Namen stattfinden, mit diesem Plugin. Das heißt, wenn ihr heute das Gutenberg-Plugin installiert, seid ihr 2 oder 3 Versionen voraus zu dem, was es im Core, also im Standard WordPress vorhanden ist. Blog-Editor ist der Name für den Teil, der dann schon wirklich im WordPress Core drin ist. Also wenn ihr euch WordPress komplett runterladet, in der jetzt aktuellen noch 5.1 Version, bald 5.2, das wird als Blog-Editor bezeichnet. Es ist im Prinzip das Gleiche, nur war man sich da mit dem Naming halt nicht so ganz einig. Blöcke sind dann die Inhaltselemente, aus denen eben eine ganze Seite oder ein ganzer Beitrag zusammengestellt wird. Und eine Blog-Library, da kommt ja wahrscheinlich auch noch öfter drüber, ist einfach eine Sammlung von Blöcken, die halt in einem Plugin zusammengefasst sind. Also da gibt es verschiedene jetzt auch schon, die auch schon sehr verbreitet sind. Oh, da war ich ein zu spät. Genau. Das sind jetzt die Blöcke in der Übersicht, aktuell, glaube ich, alle drin sind, zumindest in 5.1 oder ist das auch schon 5.5.2? Ich glaube, das ist auch schon für 5.2 vorbereitet. Die Gutenberg-Fibel ist noch nicht so weit aktuell, da setze ich mich nächste Woche auf jeden Fall dran. Ich war ein bisschen sehr beschäftigt in der letzten Zeit, aber die Fibel wird auch ein Update für 5.2 erhalten, weil es sind einige Blöcke neu dazugekommen, wie zum Beispiel der RSS-Block oder was war noch neu? Amazon Candle-Block war neu. Genau, da gibt's so verschiedene Sachen. Also das sind alles Blöcke, die standardmäßig mit dabei sind, wo ihr kein extra Plugin für braucht, um damit arbeiten zu können. Dann gibt es auch ganz oft die Frage, ja, aber ich brauche vielleicht noch irgendwie ein oder was anderes. Was kann ich denn da noch? Wo kann ich denn da suchen? Es gibt im offiziellen WordPress Repository einen eigenen Bereich für Plugins, die schon Blöcke anbieten. Das findet ihr unter dem Link. Dann gibt es eine sehr ausführliche Liste, die jetzt schon, glaube ich, 94 Plugins drin hat bei Gutenberg Times. Und dann gibt es noch ein externes Verzeichnis, das ist die Gutenberg Blog Library. Das ist auch nochmal, da sind viele aus den anderen beiden auch noch mit verlinkt.
Oder da sind auch die Sachen einzeln aufgelistet. Also es gibt ja bei den Libraries ganz oft so, dass man verschiedene Libraries immer die gleichen Arten von Plugins haben. Und da sind ja auch nochmal alle einzeln aufgelistet. Jetzt möchte ich mal ganz kurz noch eine kleine Demo zeigen, weil nur darüber reden ist das eine. Jetzt muss man mal, ah, perfekt. Ja, jetzt muss ich so machen. Also die Übersicht der Seiten, ich bin jetzt hier auf der Gutenberg 4 bis selber drauf, die ist wie bisher. Und wenn wir jetzt einmal, gehen wir mal auf die Startseite. Oh, das ging vorhin ein bisschen schneller. Ah, da sind wir. Das machen wir auch mal weg. So. Im Prinzip ist es so, dass ihr hier in dem großen Bereich in der Mitte den Inhaltsbereich habt. Dann habt ihr hier oben eine Leiste. Hier kann man... So, da. Da kann man neue Blöcke hinzufügen. Genau, rückgängig machen, wiederholen, wenn ihr schon was gemacht habt. Das ist ein ganz interessanter Block hier. Da könnt ihr euch ansehen, wie viel Wörter, Überschriften, Absätze, Blöcke da auf der Seite vorhanden sind und wie die Struktur ist. Also alle Überschriften, die in eurem Dokument sind, die werden dann hier angezeigt und man kann auch, wenn man hier draufklickt, genau zu dem Bereich hinspringen. Dann habt ihr hier noch eine Übersicht, welche Blöcke sind denn eigentlich überhaupt in Verwendung. Und hier oben die Klassiker als Entwurf umstellen, auch auf Entwurf umstellen, genau, Vorschau aktualisieren, Yoast ist da mit drin. Und hier sind nochmal weitere Einstellungen in dem Menü vorhanden. Da gehe ich jetzt nicht alles drauf. Aber das, was ihr hier seht in der Seitenleiste, das kennt ihr schon so ungefähr. Das ist hier eben im Papierkorb verschieben, veröffentlichen, Datum, Revision, Permalink, Beitragsbild, Auszüge, was ihr alles entweder eben rechts hattet oder halt unten drunter. Das findet ihr alles hier, wenn ihr auf dem Dokument seid. Wenn ihr jetzt aber in einen Block geht, ändert sich hier die Seitenleiste und dann ist für den entsprechenden Block, den ich ausgewählt habe, ist dann eben hier die dazugehörigen Einstellungen vorhanden. Und wenn man hier unten noch runterscrollt, hier ist jetzt, habe ich beispielsweise Yoast installiert. Also Plugins können sich entweder hier unten oder eben hier in der Seitenleiste noch quasi mit einhaken und auch da ihre Inhalte mit einbringen. Genau, und man hat hier noch eine Werkzeugleiste. Also ich kann jetzt sagen, ich will das Ganze rechts ausrichten. Geht hier ein Klick. Ich kann die Sachen auch umwandeln. Ich kann daraus andere Blöcke machen, wenn sie sich ähnlich sind. Das geht nicht bei allen. Also ich kann hier jetzt keinen Abstandshalter zum Beispiel draus machen, weil da ist ja Text drin. Das ist ja Quatsch dann an der Stelle. Genau. Und hier gibt's auch nochmal ein kleines Menü mit verschiedenen Sachen. Und dann möchte ich euch noch den wiederverwendbaren Block zeigen. Das ist, finde ich, eine sehr coole Neuerung. Ich habe hier eine Übersicht von den Blöcken. Die ist jetzt tatsächlich ein bisschen gestaucht im Backend. Und da ist es so, das ist ein Inhaltselement, das habe ich auf zwei Seiten. Einmal auf der Startseite und einmal auf der Blog-Übersichtsseite. Wenn ich das hier ändere, ist es auf der anderen Seite genauso geändert. Weil das ein Inhaltselement ist, was einfach auf beiden Seiten ausgespielt wird. Also muss ich es einmal ändern und habe es auf beiden Seiten sofort aktuell. Das finde ich eine ziemlich coole Erleichterung. Und ich zeige euch jetzt noch einen Trick, mit dem ich die Seiten alle gemacht habe. Wir verlassen die Seite einmal. Und zwar kann man sich nämlich diese wiederverwendbaren Blöcke quasi auch als Templates anlegen. Und dann muss man einmal hier unten rein. Und dann gibt's hier Auflistung Blöcke vierspaltig, habe ich den genannt. Und kann das Ding einfach überall, wo ich es brauche, wieder einfügen. Das wollte ich eigentlich nicht zeigen, fällt mir gerade ein. Ich bin doof. Machen wir das anders. Das war der, von dem ich gerade geredet habe. Aber was ich euch zeigen wollte, war das Template. Im Prinzip sehen alle Blockseiten so aus. Also jeder Block ist einzeln beschrieben. Absatz, Bild, Abstandshalter, was weiß ich. Und da habe ich mir das, hier kommt ein Introtext hin, hier eine Überschrift, da kommt ein Bild rein, hier noch ein kleiner Text, der überall gleich ist und so weiter und so fort.
Und im Prinzip kann man jetzt hergehen und sagen, nee, das nicht, aber ich kann hier sagen, in normalen Block umwandeln. Wenn ich das nicht tun würde, würde Folgendes passieren, ich würde meine Vorlage ändern. Und mache ich das einmal, ist das noch, funktioniert das noch? Mache ich das ein zweites Mal, ist meine erste Erinnerung überschrieben. Deswegen kann ich hier sagen, in normalen Block umwandeln. Dann wird das rausgenommen und alle die ganzen Inhalte sind als eigenständige Blöcke hier wieder drin. Und kann eben somit das Template verwenden und hier dann meine Inhalte anpassen. So wie ich sie brauche, ohne dass ich mein Template kaputt mache. Also auch sowas ist mit Gutenberg heute möglich. So, da wollen wir rein. Maus? Da ist die Maus. So, genau. Das war die kurze Demo zu Gutenberg. Jetzt stellt sich natürlich, wer von euch, frage ich mal andersrum, wer von euch hat denn schon auf 5.0 oder 5.1 abgegradet? Hand hoch. Oh ja, sind schon einige. Wer hat noch so ein bisschen Sorge, irgendwas damit kaputt zu machen? Ja, es sind immer noch Hände dabei, genau. Gehen wir mal ganz fix durch, was meiner Meinung nach einfach wichtig ist, worauf ihr achten solltet. Wichtig ist eben die Basis, also wo seid ihr mit eurer jetzigen WordPress-Installation? Am besten geht ihr dahin, was das letzte vom Viererzweig ist, das müsste aktuell noch 4.9.10 sein. Aktualisiert erstmal darauf, auf diese Version. Es kann auch funktionieren, dass ihr von älteren Versionen auf 5.2 updaten könnt, aber sicher ist sicher. Ich empfehle halt immer erstmal auf die letzte Version in dem vorherigen Zweig zu gehen. Einfach nur, damit ihr seht, okay, das funktioniert mit der aktuellsten Version noch. Und dann könnt ihr den Schritt weitergehen. Ganz wichtig ist auch, finde ich meiner Meinung nach, die PHP-Version. Es ist ja so, dass PHP 5.6, also die Version PHP 5.6 ist ja zu Ende letzten Jahres der Support ausgelaufen. Das heißt, es wird nicht mehr aktualisiert mit Sicherheit, Updates. Und ich empfehle schon auf PHP 7.2 abzugraden, einfach weil das auch einen ganzen Boost an Performance mit sich bringt. Und genau, die Mindestanforderung steigt mit WordPress 5.2 auf PHP 5.6. Das heißt, wenn ihr noch PHP 5.5, 5.4, 5.3 habt, könnt ihr auch gar nicht auf PHP 5.2 updaten. Wobei, ich weiß gar nicht, kann man das schon oder? Müsste ich selber nochmal ausprobieren, aber auf jeden Fall, das ist die Mindestanforderung, die es geben wird. Und zu Ende diesen Jahres wird es so sein, dass auf PHP 7.0, glaube ich, oder auch schon 7.2, müsste ich auch nochmal nachgucken, also auch da wieder die Mindestanforderung angehoben wird, einfach um auch die Installation sicherer zu machen, weil alte PHP-Versionen bringen halt auch dann gewisse Sicherheitslücken mit sich. Dann guckt euch einmal das Theme an, was ihr habt. Schaut mal nach, ob ihr die aktuelle Version habt. Wenn natürlich die Updater alle noch anhabt, ist das ja meistens kein Problem. Wenn ihr ein gekauftes Theme habt, schaut mal, ist das noch aktuell oder muss ich vielleicht die Lizenz nochmal erneuern, wenn sie sich nicht automatisch aktualisiert, und am besten hier das Theme updaten auch. Ganz oft höre ich auch die Frage, ich kann nicht sehen, ob mein Theme Gutenberg unterstützt. Es ist nicht schlimm, denn die Inhalte werden trotzdem angezeigt und die Styles vom Standard werden einfach mit reingeladen. Das mag vielleicht nicht ganz so schön aussehen, ist aber so, dass es trotzdem funktioniert. Also da kann nichts kaputt gehen an der Stelle. Dann die Plugins. Sind meistens die größere Arbeit, da mal drüber zu gucken. Auch hier wieder, sind die Plugins auf dem aktuellen Stand? Wenn nicht, aktualisiert sie am besten. Und auf welche Plugins müsst ihr besonders achten? Das sind vor allen Dingen die, die alle was mit den Inhalten machen. Also die da irgendwie Änderungen vornehmen, was zusätzlich hinzufügen, was auch immer. Dann kommt auch hier ganz oft die Frage, ja, aber unterstützt das überhaupt, oder schützt mein Plugin überhaupt Gutenberg? Und es gibt so viele Plugins, das kann man nicht pauschal beantworten. Dann müsst ihr euch echt mal gucken beim Plugin-Hersteller oder im WordPress-Repository, ob die Plugins dann auch wirklich schon kompatibel sind.
Aber was ist, wenn ich keine Informationen dazu finde? Dann guckt mal nach, wann war die letzte Aktualisierung. Wenn die länger als ein halbes Jahr, wird schon kritisch im Moment. Und wenn die länger als ein Jahr wenn das Plugin länger als ein Jahr nicht aktualisiert wurde, guckt mal nach, ob ihr das vielleicht ersetzen oder vielleicht auch gar nicht mehr braucht. Genau, zum Update-Test noch. Es ist ganz gut, wenn ihr das nicht auf eurer Live-Seite einfach macht. Nicht einfach den Knopf drücken, weil ich hatte den Vortrag schon ein paar Mal gehalten und da sagten dann einige ganz aufgeregt, ja, dann habe ich auf den Update-Button gedrückt und dann war plötzlich alles anders und alles war kaputt und irgendwie, wow. Und deswegen ganz wichtig, nicht auf eurer Live-Seite, sondern guckt, dass ihr eine Kopie von eurer Seite zieht, die am besten lokal macht oder bei eurem Hoster. Das gibt's inzwischen auch, dass euer Hoster so eine Kopie für euch anfertigen kann. Und dann führt dort das Update aus und guckt mal, was passiert. Könnt ihr euch die Seite noch angucken? Könnt ihr auch im Backend die Sachen noch bearbeiten? Oder treten da irgendwo Fehler auf? Genau. Und ganz wichtig, arbeitet auch damit. Nicht nur angucken, sondern auch wirklich mal einen Beitrag erstellen oder eine Seite auch mal speichern, um zu gucken, ob das auch alles so funktioniert. Dann noch zwei Fragen. Wie wichtig ist deine Seite für dich? Ist es nur ein Hobbyblog? Dann kann man da, sag ich mal, ein bisschen entspannter an die Sache reingehen, wenn es mal was kaputt ist. Shit happens, ist auch mir schon passiert. Von daher kann man einfach mal ausprobieren. Aber was ist, wenn deine Webseite deine Existenzgrundlage ist? Ne, wenn ihr euch irgendwie einen Online-Shop habt oder sowas in der Richtung, dann holt euch Unterstützung, wenn ihr euch nicht sicher seid und wenn ihr das nicht selber machen könnt. Und dann gibt's auch ganz oft immer die Frage, ja, aber ich will trotzdem nicht damit arbeiten, ich will den Page-Builder weiterverwenden. Alles super, könnt ihr natürlich immer noch machen. Dann gibt es schon das Classic-Editor-Plugin, von dem wir heute schon einmal gehört haben. Dort ist es ja vorhin am Anfang mit erwähnt. Das wird noch bis 31. Dezember 2021 unterstützt. Das heißt, es erhält Updates und ihr könnt dann quasi noch, sag ich mal, so lange seid ihr safe, noch den alten Editor nutzen zu können und dann im Laufe der Zeit euch trotzdem vielleicht mal Gutenberg anzuschauen und mal umzusteigen. Genau, aber auf die neueste WordPress-Version könnt ihr trotz alledem immer updaten. Das ist natürlich auch immer sehr empfehlenswert. Und jetzt noch ganz schnell, bevor die Zeit weg ist, die Zukunft mit Gutenberg. Ich habe euch mal ein paar Funktionen mitgebracht, von denen ich denke, die ganz cool sein werden. Der Blogmanager wird es ab 5.2 geben. Also das ist die neue Version, die jetzt nächste Woche oder übernächste Woche rauskommen wird vermutlich. Ihr habt es ja gerade schon gesehen in dem Tool, wo ich die Blöcke ausgewählt habe. Wenn das natürlich mehr werden und ihr mehr Plugins installiert, wird das irgendwann unübersichtlich. Und der Blogmanager wird quasi die Möglichkeit geben zu sagen, den Blog brauche ich nicht. Einfachster Anwendungsfall ist bei den Embeds. Da gibt es ja ganz viele Embeds, die im Amerikanischen sind da so Seiten mit dabei, wie Hulu oder sowas, die wir so gar nicht kennen im europäischen Raum. Könnt ihr einfach alle deaktivieren, wenn ihr sie nicht braucht. Und dann sind die da auch nicht mehr drin und spammen euch da nicht den Auswähler zu. Dann gibt's die Idee, ein eigenes Blogverzeichnis zu machen. Also ähnlich wie das Theme und das Plugin-Verzeichnis, auf WordPress.org, soll dann eben genauso aussehen, dass man wirklich nur komprimiert dort die Blöcke hat, ausgelagert von den Plugins. Dann soll es noch Menüs als Blöcke geben. Das heißt, dass ihr die Navigationsmenüs, wie wir sie heute anlegen, schon auch als Blog in die Seite integrieren könnt. Und Widgets und Customizer, da soll es auch so sein, dass in Zukunft irgendwann diese Ansichten, so wie wir sie heute kennen, einfach durch den Blog-Editor ersetzt werden. Langfristig soll der Customizer dann auch einmal vermutlich mal abgeschafft werden, wenn man dann alles in dem Gutenberg-Editor einstellen kann. Und das war's auch schon. Vielen Dank.
So, da, vielen Dank. Wir haben jetzt wunderbar Zeit, weil unser Timekeeper und unsere Sprecher halten sich ja immer an die Fragen zu dem Thema zu beantworten. Wir haben einmal da oben. Dann probieren wir es mal so. Eine Frage wäre, diese Funktion Blöcke an verschiedenen Stellen einzusetzen. Mhm. Ist auch geplant, dass das einmal komponentübergreifend sein wird, also sprich, ja. Also ob das mal so weit sein wird, glaube ich, weiß gar nicht, ob es da überhaupt schon mal die Idee dafür gab. Das weiß ich gerade aktuell nicht. Kann mir aber vorstellen, dass das vielleicht in Zukunft auch möglich sein wird. Aber aktuell weiß ich nicht oder wüsste ich nicht, dass schon darüber mal oder dass die Idee schon mal im Raum stand. Da oben war noch eine Frage. Du kommst dann gleich. Gibt es irgendeinen Ansatz, wie man das bei Gutenberg-Blocks verhindert? Weil im Endeffekt die Zielhersteller bei den Großen, die haben ja eigene Textspiele entwickelt, damit man in einer Ökosystem-Engsperre ist. Mhm. Und die werden wahrscheinlich sehr gerne dann eigene Blocks entwickeln, damit man wieder in einer Engsperre ist. Und gibt es irgendeinen Ansatz, wie man das verhindert? Also das mit einem eigenen Block-Repository, dass zum Beispiel die andere Blocks an dieses Block-Repository kombiniert sind. Genau, also das ist ja auch im Prinzip der Ansatz dahinter und ich meine, es wird auch schon heute so gehandhabt im Theme Repository, dass wenn du Themes einreichst, die Blöcke enthalten, die abgelehnt werden. Sodass dann, das ist halt aber erstmal nur im Repository, das ist schon richtig. Ne? Wenn du dir ein Theme woanders kaufst, kann es natürlich immer noch sein, dass die dann hergehen und sagen, ja, aber ihr habt unser Theme und da sind spezielle Blöcke drin, die nicht in einem eigenen separaten Plugin drin sind. Da muss man dann eben ein bisschen gucken, ob das eben der Fall sein wird. Also verhindern kann man es nicht wirklich. Ne? Also man achtet im WordPress-Repository darauf, soweit ich weiß. Und es ist halt auch immer wieder, es ist halt auch generell empfehlenswert, wenn ihr seht, okay, mein Theme bringt das und das mit, kann man das irgendwie auslagern? Oder gibt es da irgendwie ein separates Plugin für? Dann könnt ihr das Plugin aktiviert lassen und das Theme wechseln und alles ist gut. Ist mein Kenntnisstand, dass die das nicht machen, genau. Ja? Also wie das technisch funktioniert, kann ich dir tatsächlich so nicht beantworten. Es ist aber so, wenn du den wiederverwendbaren Block so lässt, wie er ist. Na, also ich kann es ja vielleicht gerade nochmal aufmachen. Dann machen wir den mal weg. Also hier war es ja so, ich habe das vorhin umgestellt. Na, also ich bin da ja rausgegangen. Aber wenn ich jetzt nochmal hier reingehe, da habe ich ja, wenn das weiterhin der wiederverwendbare Block ist, dann ist es so, wenn ich es hier auf der Seite, auf der Startseite ändere, wird das auch auf der Blogseite übertragen. Also das heißt, das ändert sich mit. Auf allen Seiten, wo dieser Blog drin ist. Also es gibt zum Beispiel auch, ach, das ist jetzt die falsche Seite, aber ich habe zum Beispiel auch einen Zurück-Button unten auf den Blogseiten. Da hast du ganz unten einen Button zurück zur Übersicht und der ist auf jeder Seite gleich. Und wenn ich da jetzt zurückgehen zum Beispiel schreiben würde, würde sich der auf allen Seiten gleichzeitig auswirken. Ne, so kannst du halt ein fertiges, vorgefertigtes Konstrukt machen. Wenn du irgendwie zum Beispiel einen Informationsblock mit Telefonnummer oder Adresse hast, den du einmal anlegst und dann immer wieder verwenden kannst und dann ändert sich irgendwann mal die Telefonnummer, änderst du das an einer Stelle und überall ist es sofort geändert.